Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissenden. Mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Die Widerstandskämpfer kommen bald. Halt den Vergiss Herr nicht, wer dein Herr ist! Ich weiß nicht, wie lange wir noch tun. Der Hauptmann hat mir gesagt, ich soll mich beeilen, wenn ich die Bleichhäute foltere. Wer sich keine Zeit nimmt, kann das Foltern auch gleich bleiben lassen. Eben. Sag's nicht dem Haupt. Pack den Sklaven! Blut und Gewalt! Nanichir, Gelaia Mordor. Diese Stammesbrüder sind verzweifelt. Sie werden alles versuchen, um sich gegen die Uruks zu wehren. Ich fürchte, Litariel wird niemals aufgeben. Ihre Ehre wird für sie alle zum Verhängnis. Seine Biest! Verschwendet werden. Wie heißt der Meisterfahrer? Talion. Was warst du? Ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und
Seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Krauk gejagt? Ein Krauk hat, was du mir versprachst? Ja, aber nicht irgendein Krauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit! Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd? Nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestien nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Du hast noch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Waldläufer, hier rüber! Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor! Bitte um ein Tänzchen! Wenn ein Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Du wirst einen Karagor nicht beim ersten Versuch besteigen. Hat mich einige Narben gekostet, das zu lernen. Wenn der Karagor blutet, machst du es richtig. Bleib standhaft! Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Wenn ein Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Karagor nicht beim ersten Versuch besteigen. Hat mich einige Narben gekostet, das zu lernen. Stand, Waldläufer! Was jetzt? Spring auf und wage einen Ausweg! Halt dich fest! Eine einzige Bestie! So lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos.
Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Nurn, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Hier, da kannst du einen Karago reiten. Soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich hab von ihnen abgelassen. Schon bevor sie... Als ich von der Jagd her bin... Moment! Die Grundlagen. Suchen wir uns neue Freunde. Die Grundlage der Jagd ist das Verfolgen. Aber im Moment schaffst du es nicht mal mir zu folgen. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Sieh sie doch an, faule Hunde!
Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg! Torven braucht Hilfe. Damit du es weißt, ich hatte ihn! Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Graub zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torben. Pass genau auf. Und wenn Wegle Respekt für die Bestie. Um sich den Graub zu stellen, brauchst du größere Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren.